Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen bei Dutches Self-Inspiration und zu einem weiteren Halloween-Special-Video. Wir spielen Pick Goes Pop zusammen mit der lieben Elsa. Hallo! Ich erst ganz mehr Musik. Wir haben hier dieses Schwein, was noch nicht so dick ist, aber wir haben hier verschiedene Hamburger in grün, gelb, lila und rot und da stehen Nummern drunter und hier in dem Fall müsste ich jetzt dreimal auf den Kopf des Schweinchens drücken, aber erstmal muss ich dann das Schweinchen mit dem Hamburger füttern. Irgendwann platzt dieses Schweinchen, wir haben einen Würfel mit ganz vielen Farben drauf und da müssen wir dann halt die Farbe umdrehen und dann so oft wie hier drauf steht, dem Schweinchen auf den Kopf drücken. Und hat man gewonnen, wenn das Schwein platzt oder? Man verloren. Okay. Okay, wer will anfangen? Ich fange gerne an. Ja. So. Ich habe lila gewürfelt, dann nehme ich mir einen lilanen Hammer. Ja. Und ich habe 4. Also rein in den Schlund. Guten Appetit. Doll drücken auf den Kopf. Doll. Ja. 1, 2, 3, 4. Ah, und das also, wird immer dicker, ne? Genau, und irgendwann platzt der Kati da. Fantastisch. Okay. Ich habe auch lila. Bei mir steht eine 2 drauf. Ah, da sind verschiedene Zahlen drunter. Ja. Und ich habe auch mein Monster-High-Wappen verloren, deswegen jetzt einfach mal hier hin. Ich habe rot und muss 4-mal drücken. Das arme Schwein. Aussetzen, muss gar nichts machen. Gelb. Gelb 1. Lila 3. Oh, ich glaube, das wird wirklich dicker, ne? Ja, der platzt gleich. Jetzt darfst du dir was aussuchen. Jetzt darf ich mir was aussuchen. Dann nehme ich mir den letzten lilan und es ist nur eine 1. Glaube ich noch nicht. Jetzt. Da muss ich genau die richtige Stelle treffen. Das ich darf nicht. Ich habe den durchgeschnittenen Bürger. Jetzt bin ich wieder Königin Elsa. Bunt. Das heißt, ich darf mir eine Farbe aussuchen und habe 4-mal einen grün. 1, 2, 3, 4. Und ich setze wieder aus. Rot. 3. 1, 2, 3. Oh. Langsam wird es gefährlich, ne? Ich nehme rot. 2. Lila gibt's nicht mehr. Muss ich nochmal würfeln? Ich glaube. Grün. Und 3. Oder man darf die eins aussuchen, ich weiß es nicht. 1, 2, 3. Ich glaube, jetzt platzt der wirklich. Draculaura. Rot. 1. Okay, ich glaube, wir kommen der Sache schon näher. Ja, er wird immer runder. Und du darfst es aussuchen. Ich nehme gelb und habe schon wieder eine 4. Das ist eigentlich schlecht. Hohe Zahlen sind immer schlecht. Ich glaube, es ist soweit. Immer noch, ne? Es klappt. Also der Gürtel ist schon aufgegangen da vorne. Also es geht schon auseinander, ne? Ja. Mhm. Grün. Ah! Jetzt ist unser Schwein geplatzt. Wir haben ihm was gefühlt 20 Hamburger gefüttert und jetzt ist der Bauch ganz dick geworden und da sind jetzt ganz, ganz viele Hamburger drin und die können wir, wenn wir wollen, hinten alle wieder rausholen. Das heißt, dann ist das Schwein wieder schlank und hat eine Diät gemacht. Fantastisches Spiel. Ist witzig, oder? Ja. Ja, sehr witzig, auch spannend. Man bleibt die ganze Zeit so ein bisschen unter Spannung, ne? Aber man erschreckt sich nicht ganz so stark wie Don't Take Fast Das ist bei uns oder bei dem Krokodil. Genau, weil es ist halt nur ein Schwein, wo die Jacke aufgeht. Das finde ich nicht ganz so schlimm wie... Das schreit nicht, ne? Und hat keine scharfen Zähne. Gott, wenn er schreien würde. Das wäre schlimm. Und so quiekt oder so. Ja, wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dieses lustige kleine Spiel. Auf jeden Fall ein süßes Spiel für Halloween. Genau, auf jeden Fall cool. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Schaut natürlich auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.